Hallo, ihr fabelhaften Jungfrau-Geborenen und Jungfrau-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Monat Juli 2017. Ich bin Antonia Langsdorf und führe euch durch die Konstellationen. Das wird ein etwas durchwachsener Monat für euch. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht auch schöne Liebeserlebnisse haben könnt. Besonders in der ersten und der letzten Woche des Monats seid ihr sehr gefragt, ob als gute Freunde, die anderen mit Rat und Tat zur Seite stehen, oder als charmante Flirtpartner. Nachher gibt es auch wieder eine Verlosung, also bleibt dran bis zum Ende des Videos. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, zu den langfristig wirkenden Konstellationen. Und da haben wir so einige für euch. Und diejenigen, die immer treu zuschauen, die wissen das ja mittlerweile auch schon ganz wichtig und seit vielen Jahren und auch noch viel mehr Jahre für euch. Romantikplanet Neptun im Partnerhaus, genau gegenüber der Jungfrau-Sonne, ist ein sehr, sehr starker Aspekt zum Verlieben und um Romanzen zu erleben. Und den spüren in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 4. und 9. September Geburtstag haben. Denkt aber dran, da Neptun auch der Planet der Verpeiltheit und der Verwirrung und der Heimlichkeiten ist, muss man eventuell auch damit rechnen, dass etwas, was ganz, ganz toll anfing, sich nachher dann doch als Illusion erweist. Und deswegen ist bei diesem Aspekt besonders wichtig, die 90-Tage-Regel anzuwenden. Das heißt, 3 Monate abwarten, wenn die Sache dann immer noch läuft, dann kann man anfangen, sie ernst zu nehmen. Denn mit Neptun, das sind so tatsächlich diese Dinger, wo Leute sich kennenlernen und nach 2 Wochen schon glauben, sie wüssten genau, dass sie jetzt heiraten können. Das ist immer so eine Sache. Also da müsst ihr der Sache Zeit geben. Ist ja auch nicht schlimm, weil wenn euch jemand liebt, dann läuft er euch auch nicht weg. Genau. Dann ist auch sehr spannend, und das überschneidet sich zum Teil mit diesem mit dem Neptun-Aspekt auch, dass ihr die Lilith im Quadrat zur Jungfrau-Sonne habt, hier aus dem Schützen heraus in die Jungfrau. Und das kann sowohl innerlich für euch bedeuten, dass ihr mit der inneren Göttin konfrontiert werdet, aber jetzt auf nicht so eine angenehme Art, weil es ja ein Quadrat ist. Das heißt, die meldet sich vielleicht laut und deutlich zu Wort, wenn ihr dazu neigt, sie zu unterdrücken. Was heißt das? Dass man vielleicht weibliche Instinkte oder Bedürfnisse versucht zurückzustellen, wegen zum Beispiel Familienverpflichtungen, wegen Karrierestreben, solche Sachen. Es können auch Liebesbedürfnisse sein, es können auch kreative Bedürfnisse sein, wo man einfach sagt, nein, jetzt nicht oder das passt mir jetzt nicht. Und das kann dann zu inneren Konflikten führen. Ja, also da müsst ihr ein bisschen auf euch aufpassen, weil Lilith sich dann entsprechend kräftig zu Wort meldet. Wenn ihr mehr über Lilith wissen wollt, wisst ihr ja, ich habe ein Buch geschrieben. Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, das könnte für so manche Jungfraugeborene interessant sein. Vor allen Dingen diejenigen, die zwischen dem 6. und 13. September Geburtstag haben. Übrigens kann Lilith im 4. Haus, ist ja das Haus der Familie, auch Schwierigkeiten mit weiblichen Familienmitgliedern anzeigen. Vielleicht eine aufsässige Tochter, die jetzt in der Pubertät ist und euch total herausfordert. Oder eben vielleicht bringt euer Sohn eine Freundin mit nach Hause, die schwierig ist. Das sind auch denkbare Konstellationen. Ja, dann gibt es das Trigon zu Pluto. Der steht für euch sehr interessant, steht im 5. Haus der Sexualität und der steht ja auch für eine tiefe und tabulose Sexualität. Das heißt, für viele Jungfraugeborene steht es in diesen Jahren eben auch an, sich da weiterzuentwickeln, mit dem Partner neue Wege zu gehen, Tabugrenzen zu überschreiten. Also wenn das gut für euch läuft und ihr jemand habt, dem ihr vertrauen könnt, dann sind das bestimmt sehr intensive Zeiten für euch. Und überhaupt steht ja der Pluto zum Glück im guten Aspekt zur Jungfrau-Sonne. Das heißt, tiefe, lebensverändernde Beziehungen, die auch durch den Sex euer Leben verändern, können sich jetzt ergeben. Aber bitte immer schauen, ob die andere Person vertrauenswürdig ist, und ob die andere Person auch dasselbe will wie ihr, dass ihr da gemeinsam wisst, wo die Reise hingehen soll. Das ist sehr wichtig mit Pluto. Und in diesem Monat, seht ihr hier schon, gibt es eben auch ein paar schwierige Aspekte mit Pluto, die noch zusätzlich beachtet werden müssen. Da komme ich aber gleich noch zu. Genau. Und damit zu tun haben in diesem Monat die Geburtstagskinder vom 8. bis 13. September. Ihr seht schon, es überschneidet sich hier auch wieder mit dem Lilith-Aspekt. Könnte eben auch einfach heißen, dass ihr eine ganz, ganz heiße Affäre anfangt, die sich als schwierig erweist, schwierig zu integrieren in eurem Alltag, ne? Genau. Dann haben wir noch das Quadrat Saturn. Der steht ja auch im Schützen, auch schon längere Zeit für euch ein bisschen schwierig. Das kann anzeigen, dass ihr Verpflichtungen habt, die euch davon abhalten, dem nachzugehen, was ihr wirklich gerne wollt. Familienverpflichtungen, ältere
Familienmitglieder oder auch ein älterer Partner, für den ihr jetzt da sein sollt. Und das ist nicht immer so einfach. Ich habe das genau und gründlich beschrieben in meinem Jahreshoroskop, was das für eine Psychologie ist. Also falls ihr da vielleicht nochmal nachschauen wollt, denn das ist ja noch bis Ende des Jahres für euch akut, dann könnt ihr da nochmal reinschauen. Und das merken in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 12. und 18. September Geburtstag haben. Hier auch nochmal bitte der Hinweis. Natürlich können auch die anderen Geburtstagskinder Aspekte von diesem Planeten empfangen, wenn sie eben dann andere Planeten in diesen Positionen haben. Das kann ich hier natürlich nicht abdecken. Ich kann jetzt hier nur über die Aspekte reden, die auf eure Sonne einwirken. So, kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Ausgehend vom Neumond am 24. Juni, der ist bzw. war dann hier für euch im Krebs im 11. Haus, also im Haus der Freundschaften. Das heißt, es kommen neue Impulse in euer Leben durch Freundschaften, über Freundschaften. Und da bin ich aber gründlich drauf eingegangen im Juni-Video. Könnt ihr ja nochmal reinschauen. Und das wird dann eben ab dem 1. Juli auch gleich akut das Thema, weil wir nämlich in den ersten Tagen hier diese Spannung haben von Mars zu Pluto bei euch im Horoskop auf der Freundschaftsachse. Das kann jetzt vielerlei Themen beinhalten, aber wundert euch eben nicht, wenn es vielleicht Auseinandersetzungen mit Freunden gibt oder wenn ihr eine Affäre mit jemandem aus dem Freundeskreis anfangt, die so ein bisschen schwierig ist. Also das ist schon eine sehr delikate Konstellation und mit Pluto und Mars eben auch der Hinweis, Streitigkeiten, die dann in diesen Tagen entstehen, da verlieren meistens beide nur bei. Deswegen sollte da wirklich was aufkommen, dann verschiebt das mal auf die Zeit nach dem 5. Also fürs Streiten und Auseinandersetzungen ist das wirklich keine gute Phase. Vor allen Dingen eben, wenn es um Freundschaften geht, vielleicht aber auch mit jemandem, mit dem ihr eine Affäre angefangen habt, das könnte es auch sein, dann lieber erstmal noch ein bisschen abwarten. So, aber wir fangen erst noch an damit, wie die Planeten alle stehen. Also Sonne, Mars und Merkur stehen im Krebs für euch und bilden aber eigentlich ja einen ganz guten Aspekt zur Jungfrau Sonne. Das ist das Gute, ja. Die sind zwar untereinander hier so ein bisschen zerstritten, aber sowohl der Pluto als auch Mars und Sonne und Merkur bilden günstigen Aspekt zur Jungfrau. Das heißt, ihr seid vielleicht auch manchmal in der Rolle des Streitschlichters. Dann habe ich ja gesagt, am Anfang des Monats seid ihr vielleicht gefragt als Freunde, die dann helfen können, wenn andere sich untereinander streiten. Das kann es nämlich auch sehr gut sein. Und die Venus steht noch im Stier in der 3. Dekade. Das ist auch ein schöner Aspekt für die Jungfrau Geborenen zur Venus jetzt noch bis zum 5. Und dann haben wir auch am 3. und 4. trotz der Spannung am Himmel schon zwei Top-Tage für euch, wo eben durch tiefschürfende Gespräche, was hier angezeigt wird, durch den Mond im Skorpion, der für euch im Haus der Kommunikation steht. Das heißt also, es gibt Gespräche, die unter die Haut gehen und da könnt ihr dann einen Durchbruch erleben, was Freundschaften angeht, auch für Liebe und Beziehungen, solange ihr euch eben nicht auf diese Streitigkeiten einlasst. Aber so wie ich vermute, wie das in eurem Horoskop steht, gehört ihr zu denjenigen, die jetzt dann eben eher dafür da sind, anderen dabei zu helfen, die sich irgendwie verhakt haben, ja, in so einem Konflikt. Und das ist ja auch was, was Jungfraugeborene sehr gut können. Ja, die sind ja so klug und die können dann so eine Situation geistig aufdröseln und anderen vielleicht sehr kluge Ratschläge geben. Kann also sehr gut sein, dass ihr da stark gefragt seid in der Zeit. Ja, das ist übrigens auch Teil dann ab dem 5. einer guten Flirtphase. Am 5. geht die Venus in die Zwillinge, die geht dann für euch ins 10. Haus. Das kann bedeuten, dass ihr vielleicht mit jemandem flirtet, mit dem ihr beruflich zu tun habt, wenn ihr nicht gerade in Urlaub seid. Und das ist eine gute Flirtphase, ganz allgemein am Himmel. Und vielleicht eben auch für euch, weil die Venus in einem schönen Aspekt zu Merkur steht und das ist euer Herrscher. Und wenn der mit der Venus einen guten Aspekt bildet, dann ist das immer prickelnd. Das heißt, man kommt leichter ins Gespräch und man hat immer die richtigen Liebesworte parat. Das ist eigentlich eine schöne Zeit. Genau. Und dann am 6. geht der Merkur in den Löwen, dann für euch ins 12. Haus. Das kann so ein bisschen so sein, als wäre der Merkur rückläufig. Kommt jetzt auch sehr darauf an, was ihr für einen Aszendenten habt. Wenn ihr natürlich Löwe-Aszendent seid, geht er auch vielleicht dann gerade für euch ins 1. Haus. Also im individuellen Horoskop muss man das dann nochmal gucken, aber im Sonnenhoroskop kann es sein, dass das ein bisschen so ein Rückzugsgefühl ist. So, dann kommt die kritische Phase vom 8. bis zum 11., wo der Vollmond drin ist.
Das spitzt sich also zum Vollmond ganz enorm zu. Das ist dann auch nochmal für euch das Thema Freundschaften, wo ihr eventuell aber auch vermitteln könnt, weil weiterhin die sich streitenden Planeten aber jeweils gut zur Jungfrausonne stehen. Also vielleicht seid ihr auch als Vermittler gefragt. Was ich hier raten würde, ist, da ist eine Spannung auf Jupiter drin, der steht bei euch im Geldhaus. Ich würde euch raten, Freunden kein Geld zu leihen in der Zeit, weil das ist sehr wahrscheinlich, dass es darum Ärger und Probleme geben kann. Ja, also, und ich würde auch nicht zulassen, dass sich Leute einmischen. Das sollt ihr euch auch nicht gefallen lassen. Wenn ihr gefragt werdet, ist es gut, aber wenn andere kommen und sich bei euch einmischen wollen, solltet ihr nicht drauf eingehen. Genau. Aber ihr seid eben im Zweifelsfalle diejenigen, die vielleicht schlichten und helfen können. So, dann haben wir vom 14. wieder eine schöne Flirtphase, wo dann auch für euch zwei Top-Tage drin sind. Die gute Phase geht also vom 14. bis 19. Juli. Und da sind gleich zwei richtig tolle Tage für euch mit drin. Nämlich der Freitag ist ein sehr schöner Tag für euch. Da haben wir den Mond hier im Partnerhaus. Der aktiviert dann auch wieder diesen Romantikplaneten Neptun und macht einen schönen Aspekt hier zur Sonne und zum Mars. Und beide stehen ja wiederum gut zu eurer Sonne. Also insofern habt ihr da bestimmt was davon, von dieser schönen Energie, dass ihr eine schöne romantische Begegnung haben könnt. Und dann auch noch am 18., das ist ein Top-Tag für eine Urlaubsliebe. Ja, da steht der Mond auch günstig für euch und beleuchtet das Reisehaus. Und das wäre zum Beispiel was, wo ich mir vorstellen könnte, dass ihr vielleicht einen Steinbock kennenlernt. Und ansonsten, wenn ihr nicht im Urlaub seid, ist das auch eine gute Phase, um im Büro zu flirten oder Leute kennenzulernen, die ihr halt geschäftlich kennenlernt. Genau, und es ist auch eine gute Geldphase übrigens für euch. Also das die beiden Top-Tage 14. und 18. Dann ist aber gleichzeitig vom 15. bis 20. ja wieder eine kritische Phase. Das habe ich ja in der kosmischen Schwingung auch schon erwähnt, weil wir da einen harten Aspekt haben vom Befreiungsplaneten Uranus zu Mars. Und der steht jetzt bei euch im 8. Haus. Es kann andeuten, dass es vielleicht eben mit dem festen Partner Probleme gibt, vielleicht wegen irgendeinem Vertrag oder wegen einer gemeinsamen Verpflichtung. Und vielleicht ist es auch wieder jemand aus dem Freundeskreis, der Probleme hat oder vielleicht eben auch sogar sich bei euch einmischt. Also guckt mal einfach in dieser Zeit vom 15. bis 20., dass ihr da keine überstürzten Entscheidungen trefft und auch nicht akzeptiert. Ja, wenn jemand anders sagt, eine Verbindung abbrechen will, dann sagt einfach, okay, wir lassen es mal so stehen, denkt nochmal drüber nach und es ist dann wahrscheinlich, dass sich da auch die Sache wieder zum Besseren wendet. Genau, dann diese Energie ändert sich eben am 20., wenn der Mars in den Löwen geht und die Sonne geht dann auch in den Löwen. Für euch bedeutet das ist 12. Haus, 12. Sonnenhaus für die Jungfrauen. Und das kann dann für euch eine Zeit sein, wo ihr euch doch auch gerne mal zurückziehen wollt. Der Neumond findet dann auch für euch im 12. Haus statt. In den nächsten 4 Wochen wäre dann das Thema, wo kann ich mich auch mal zurückziehen, zu mir selbst finden, vielleicht mal meditieren, spirituelle Jungfrauen. Für die ist das ein sehr wichtiger Monat dann ab dem 23. die folgenden 4 Wochen, dass ihr euch eben einfach auch um eure spirituelle Praxis kümmert. Und diejenigen, die jetzt damit nicht so viel am Hut haben, werden es vielleicht einfach merken, indem sie sich gerne öfter mal zurückziehen wollen oder öfter mal ausruhen wollen. Es sei denn, eben ihr seid Löwe-Aszendent, ne? Dann kann es auch sein, dass die Planeten alle ins Erste ausgehen und dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Das müsste man dann aber im individuellen Horoskop mal klären. Genau. Ja, dann ist für euch noch wichtig, also am 26. geht der Merkur, euer Herrscherplanet, in die Jungfrau, in euer Zeichen. Das ist eine sehr schöne Zeit dann. Kommt eine gute Phase von ein paar Wochen, wo ihr also richtig, richtig gut auf Zack seid und sehr gut kommunizieren könnt und auch sehr überzeugend wirkt. Das ist prima. Und am 31. geht die Venus dann ins Zeichen Krebs und damit wieder in einen richtig schönen Aspekt zur Jungfrausonne. Da werdet ihr auch Freude dran haben dann im August. Aber da kommen wir dann noch zu, wenn wir über den August sprechen. Ja, meine lieben Jungfrauen, soweit also die Konstellationen für euch im Juli. Wenn ihr Beratungsbedarf habt, dann könnt ihr euch natürlich bei mir melden auf meinem Kundentelefon oder eben über meine Webseite und eine Beratung buchen oder macht doch einfach mit bei Antonias Sterne. Die nächste ist am 23. Juni und dann wieder am 28. Juli das Webinar, wo dann jeder Teilnehmer
auch eine Frage zum eigenen Horoskop stellen kann. Meine Verlosung, auch diesmal wieder 15 Minuten Kurzberatung für alle, die meinen Kanal abonnieren und mir einen netten Kommentar hier auf YouTube posten. Wenn ihr das macht, seid ihr dabei. Und schaut auch ruhig nochmal in eins meiner anderen Videos rein, die ich hier präsentiert habe. Jetzt wünsche ich euch erstmal alles Gute mit den Sternen.